Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum ersten Konzert des Opening Festivals in der 17. Ausgabe. Ich empfinde es als ein persönliches Glück und es ist für mich auch nach wie vor ein Glücksfall, dass wir die Gelegenheit haben, dieses Ensemble jetzt heute Abend zu hören. Das ist ein Ensemble aus 13 Spielern, die im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sind. Das heißt, es sind alles noch Schüler, die aus Rheinland-Pfalz und Saarland kommen. Das Ensemble nennt sich Jugendensemble Neue Musik Rheinland-Pfalz-Saar. Ich habe dieses Ensemble kennengelernt vor 3 Jahren in Düsseldorf und war Feuer und Flamme, habe versucht, sie zu bekommen. Das ging damals terminlich nicht und dieses Jahr hat es dann geklappt. Sie haben schon mal öfters hier an der Stelle gehört, dass ich so Glücksgefühle habe, wenn ich mir persönlich auch Wünsche erfüllen darf. Das ist schon was Besonderes, mir persönlich. Aber ich glaube auch, es macht mich deswegen auch glücklich, weil es junge Menschen sind, die ein Verhältnis zur neuen Musik finden. Die neue Musik hat nach wie vor immer noch einen schwierigen Stand. Und woran es liegt, will ich jetzt nicht erörtern. Aber ich glaube, es ist einfach unser Ziel, den Weg zu finden, dass man dahin kommt, dass neue Musik etwas ist, was sein muss und was schön ist. Also Musik hat auch immer etwas mit Schönheit zu tun. Das ist bestimmt nur ein Aspekt der Musik. Aber diese Schönheit zu empfinden in einem Ton, das ist etwas Bedeutsames. Und wir haben hier, wir werden das ein oder andere noch hören, Stücke drin, wo dieses so wirklich explizit zum Beispiel wird, also zum Erlebnis wird, dass in einem Ton unendlich viel drinsteckt. Und wenn man das hört von jungen Menschen, die sonst gewohnt sind, die Anlage aufzudrehen und dass ein Rhythmus von selber losgeht und so weiter, dass da sozusagen ein Raum sich öffnet, der mich ganz hoffnungsvoll stimmt. Das ist eigentlich das größte Glück. Und heute Morgen hat dieses Ensemble für Schüler der 11., 12. und 13. Klasse gespielt, war der Raum auch sogar noch ein bisschen besser besetzt. Und da war sozusagen die Begegnung 1:1, hier Schüler, da Schüler, gleich alt. Und das finde ich schon ungeheuer. Also, dass das sozusagen funktioniert und will nicht weiter reden. Freue mich, dass Sie hier sind und wünsche diesem jungen Ensemble alles Gute und viel Erfolg. Und dann will ich noch kurz darauf hinweisen, dieses Heftchen lohnt sich zu kaufen für 1 Euro. Da stehen viele Angaben, die Sie in dem Flyer nicht finden, auch Texte von den Komponisten, Biografien und so weiter. Also es lohnt sich, das zu kaufen. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen. Es ist ja üblich, dass man, wenn sich der Vorhang öffnet und es kommt ein Herr oder eine Dame auf die Bühne, dass irgendwas passiert ist. So ist es bei uns auch. Unser Pianist oder einer unserer Pianisten ist leider nicht da. Deswegen können wir das People United, was im Programm angekündigt ist, nicht spielen. Wir haben aber, hoffe ich, ein schönes Ersatzstück dafür gefunden von Charles Rochester Young, Lullaby for a Morning Child. Das wird dann von Vibraphon und Sopransaxophon gespielt. Viel Spaß. Frederick Chesky, Alive, John Cage gewidmet und einen Tag nach dessen Tod am 12. August 1992 komponiert. Thank you.
wir nach dem Schlagzeug-Trio gespielt haben und vor dem barocken Stück The Coming Home von Markus Radtke. Haben wir sehr, immer sehr gerne gespielt und der Markus ist sogar da. Markus, komm mal bitte her. Chesky, Coming Together. Text Sam Melville, geboren 1934, erschossen 1971, Attica, Staatsgefängnis, New York. I think. In.
Thank you.